Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Bühne frei. Heute soll es um Jonah Sedd gehen. Jonah ist in dieser Rubrik der bisher kleinste Artist. Und mit klein meine ich wirklich weitaus kleiner als alle anderen. Aber sein Potenzial ist so groß, sodass ich ihn sehr gerne hier dabei habe. Hier geht es jetzt wirklich auch nicht darum, dass ich sage, dieser Bühne freie Artist muss immer jetzt gewisse Höhen erreichen. Mir geht es eigentlich nur darum, dass es immer ein Artist sein sollte, der wirklich viel Potenzial zu Größerem hat. Oder auch allgemein einfach Dinge, die unbekannt sind und weitaus bekannter sein sollten. Jonah ist ein sehr, sehr interessanter Künstler. Er war davor nur Producer und ist mittlerweile jetzt Songwriter und Sänger. Und warum ich speziell heute über ihn reden möchte, ist wegen seiner neuen EP. Seine neue EP heißt Summer in Slow Motion. Falls ich übrigens jetzt irgendwie komisch ausschaue oder sonst was, ist es wegen der Brille. Ich kann nichts sehen, aber ich weiß noch haargenau circa, wo ich hingucken muss. Aber ich habe manchmal Bock, mir das ein bisschen anzutrainieren. Es ist bisher zwar kläglich gescheitert, aber ich probiere es trotzdem. Jedenfalls, um auf Jonah zurückzukommen, die EP Summer in Slow Motion ist perfekt. Ich vergebe normalerweise bei Alben immer einen Score zwischen 0 und 10. Bei EPs ist es der Fall, dass ich immer einen Score zwischen 0 und 5 gebe. Weil ich denke, wenn zum Beispiel jetzt jemand eine 4-Track-EP released und 2 sind scheiße, springt man irgendwie viel zu schnell von einer 8 auf eine 3. Deswegen macht das für mich keinen Sinn. Und ja, es ist einfach eine 5 von 5. Es ist ein wirklich perfekt gutes Ding. Wie der Titel hier schon verrät, geht es auch meistens um den Sommer. Und es hat auch einfach diesen klassischen Sommer-Sound. Was ich damit meine, werde ich euch auch gleich zeigen. Er erfindet zwar überhaupt nicht hier das Rad neu, auf keinen Fall. Das will ich auch gar nicht behaupten. Aber dennoch schafft er einfach neuen Raum für sich selber mit einem Klang, der so freundlich und hell und begeisternd ist. Und das macht ihn für mich so sehr aus. Ich habe Jonah durch ein Album gefunden von YouTuber Patrick CC. Patrick CC ist ein YouTuber, der sich sehr um die Musik beschäftigt. Und der hat ein Album aufgenommen, quasi in einer Art von DJ Khaled-esque. Nur bloß, dass die Songs tatsächlich gut waren. Und Jonah Sedd hatte hier einen Auftritt auf Track 1 namens Black Hole Sun. Das ist bei weitem der beliebteste Song auf dem Album und es ist definitiv wegen Jonah Sedd. Den Song möchte ich auch noch abspielen, aber ich möchte mich eher davor um seinen Solo-Stuff kümmern. Eigentlich möchte ich auch jetzt gar nicht lang fackeln. Ich möchte euch gleich Track 1 zeigen von der EP. Der Song heißt Who You Callin' Cold Hearted und ist definitiv der beste davon. Der Song hat nur 5000 Streams, aber er ist trotzdem ein faszinierender Song. Background Vocals sind aber auch wirklich so ein Hauptgrund dafür, warum der Song eigentlich funktioniert. Wie gesagt, er hat hier nicht das Rad erfunden, aber ich finde, der Song macht es einfach nur durch seine so wundervolle Stimme richtig aus. Nice. Man merkt auch definitiv, dass er sehr viel mit Producing davor zu tun hatte, welches ihm sehr dabei hilft, den perfekten Song zu kreieren. Man merkt auch definitiv, dass er eine Producer-Vergangenheit hatte, weil man merkt auch gleichzeitig, dass hier sehr viel Liebe drin steckt. Und mit sehr viel Liebe meine ich einen cleanen Sound. Du merkst, die Gitarre zum Beispiel klingt sehr, sehr, sehr freundlich, sehr clean, nichts Schmutziges. Und das macht den Sommer auch aus. Das hat er genau perfekt kalkuliert und das ist nicht zu viel. Der nächste Song, den ich euch zeigen möchte, heißt Sun in My Summer. Now it's only human to feel resentful, 'cause you left me on your cold. You were the sign in my summer, the sign in my summer. Said it was that, but it wasn't. Now I'll never recover. The sun in my summer. Einen Song möchte ich von der EP noch zeigen und der heißt Happy Now, das ist Track 2. Er bringt mich sofort in Stimmung. Das ist wirklich etwas, was sehr wenige Artists können, aber er kann es randomly wirklich sehr gut. Weil ich höre hier wirklich nur die ersten Noten und dann denke ich mir, okay, wow, das macht Sinn. Different heights, angels in my head, saying walk it all.
Ich finde den Typen einfach Weltklasse. Ich kann ihn nur jeden von euch empfehlen. Und zum Ende dieses Videos, wie gesagt, hören wir einfach nochmal Black Hole Sun. Wem der Song übrigens bekannt vorkommt von der allerersten Folge Jake's Current Rotation, der weiß, worum es jetzt geht. Ich werde jetzt keine komplett andere Reaction dazu haben als beim letzten Mal. Der Song ist absolut geil. Nice one. Okay. Ich bin so gespannt, wie seine Karriere verlaufen wird. Ich wünsche ihm nur das Allerbeste. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe außerdem, ihr bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder. Ciao. Immerhin hat Kanye am Sonntag released und Drake wird am Freitag releasen. Von dem her, ja. da wird was auf dem Kanal sein. So. Geil. Welche Überraschung. Okay, ciao. Ich bin übrigens der Beste, wenn es darum geht, Outros zu machen. Also wirklich, da bin ich sowas von gut. Und jetzt mache ich das Ding mal auch aus.